Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Magic Talk. Heute bei mir wieder Valentin Waltl-Hauser und zum ersten Mal im Talk Pollock Ottmann, Oliver Pollock Ottmann. Servus. Wir sind heute einerseits mal anders in einer anderen Umgebung und haben auch ein bisschen ein anderes Format. Und zwar normalerweise haben wir immer ein Thema, das wir genau durchgehen, einen Grand Prix oder halt eine Boote oder was halt sich irgendwas sonst getan hat. Heute, weil nicht ein spezielles Event war, sondern ein bisschen mehr passiert ist, möchten wir es ein bisschen offener gestalten. Das heißt, was erwartet euch? Wir sprechen zuerst über die Grand Prix, die waren die vier Stück, über die Top 8 halt ein bisschen, dann was am Channel so passiert ist die letzte Woche oder seit dem letzten Talk, dann ein bisschen was über die Dragons of Tarkir, über zwei, drei gespoilte Karten, nicht jetzt alle, weil dafür haben wir den Spoiler-Alarm. Ja, und zum Schluss werden wir dann noch kurz euch erzählen, was in nächster Zeit auf dem Channel so kommt. Und das wird es dann gewesen sein. Passt. Ich will nur sagen, jeder, der das Wochenende irgendwie verfolgt hat, es war die PAX! Es gibt nur viel Neues. Es gibt so ein Cardboard Crack Comic. Da reden wir von der PAX. Ich habe mich genauso gefühlt. Nein, es ist nur ein kurzer Teaser. Über was alles announced worden ist, was in dem nächsten halben Jahr bei Magic sich tun wird. Damokolf. Und dem einen explodiert einfach der Kopf und genau so habe ich mich am Samstag gefühlt, wie das alles rausgekommen ist. Ja. Freitag war es schon. Freitag, ja. Ja. Ja, wobei zur PAX kann man sagen, dass man den 1-Stunden-Stream, den es gegeben hat, kann man sich noch immer momentan auf der Wizards-Homepage anschauen. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird, aber momentan gibt es das Wort für die Leute, die das nicht live gesehen haben, damit sie sich nachinformieren können. Gut, willst du mehr von der PAX erzählen noch kurz? Dann nehmen wir das vorweg. Was hat uns die PAX gebracht? Wir haben ein paar neue Karten von Dragons of Tarkir gesehen. Wir haben mitgekriegt, was sie bei Magic Origins ungefähr vorhaben. Über Flip Planeswalker oder Kreaturen, die transformen dann zu ihren Planeswalkern. Mhm. Wie auch angekündigt wurde, woher kommen die Planeswalker, irgendwas in der Richtung. Und die nächste Edition, der nächste Block im September heißt Return to Zendikar. Oder also irgendwas in der Richtung, ja. Wir kommen zurück nach Zendikar. Nachdem auch genannt worden ist, dass in Modern Masters 2 wieder der Tamogolf drinnen ist, kommt jetzt der nächste Hype mit, die Edition heißt Zendikar, da müssen dann die Zendikar Flashländer drin sein oder so irgendwas. Gut, oder was auch immer. Ja, also ich traue es Ihnen zu, schauen wir mal. Ja. Ich meine, im Endeffekt, bei jeder großen Edition wird gesagt, da sind Flashländer drin. Bei Kahns hat es dann gestimmt. Schauen wir mal, ob der Zendikar wieder stimmt. Ja, warum nicht? Ich meine, ja, und Sinkhole wird reprinted. Genau. Für 5 Mana. Okay, jetzt war ich kurz schockiert. Nein. So. Habe ich was verpasst? Ein Running Gag seit der 6. oder 7. Edition. Ja, und hast schon gehört, Sinkhole wird reprinted. Ich glaube, Stone Rin ist mittlerweile auf der Reserved List. Also das stimmt, das hat schon lange nicht mehr gegeben. Nein, ich glaube, es ist effektiv auf der Reserved List. Es ist modern legal, es ist nicht. Ja, aber es wird nie wieder reprinted. Ja, wahrscheinlich sind sie davon abgegangen. Ja. Ja. Lernen zu erstellen ist nicht lustig, weil da dürfen die Leute nicht mehr Magic spielen. No. Genau. Apropos Magic spielen. Apropos Magic spielen, fangen wir mit dem Grand Prix Vancouver an. Der war am letzten Februarwochenende, 21. 22. Februar. Das war die einzige Modern Grand Prix, den wir gehabt haben in den letzten vieren. Da hat ganz überraschend oder auch nicht Splinter Twin wieder gewonnen. Ja, die Top 8 lese ich kurz vor, damit man weiß, was passiert ist. Also eben Platz 1 Splinter Twin, dann Affinity, Absan, 2 Amulet Bloom Decks. Auf Platz 5 der Stephen Speck wieder, der auch im Finale war von Ohama. Dann Boggles, nochmal Absan und ein Infect Deck. Der Tom Ross, der Infect immer nach vorne bringt, wenn er nicht draften muss, offensichtlich. War Tom Ross der Top 8? Der Top 8 okay. Der 8er war Tom Ross mit Infect, ja. Ja, im Endeffekt, dass Affinity und Infect und Boggles oben sind, hat mich jetzt, also Boggles vielleicht noch mehr, aber Infect und Affinity hat mich nicht gewundert, weil die halt bei der Boto nicht in der Top 8 waren, waren die nicht unterm Radar, aber halt weniger präsent als die anderen Decks.
dass Blind Twin wieder gewonnen hat, nachdem es davor gewonnen hat. Ja, es ist scheinbar die stärkste überbliebene Strategie, die nicht gebannt wurde. Ist einfach sehr konstant in allem, was das Blind Twin macht. Es ist halt gegen alle anderen Combo-Decks und gegen alle klassischen Kreaturen-Decks einfach stärker. Ja. Weil gegen Absam ist halt schwer, weil er die K hat und vielleicht Paths oder Dismembers oder einfach Point Removal und eine schnelle Glock. Da kann man schon verlieren. Aber wie man bei dem Star City Opens auch gesehen hat, da hat halt ein Sulte Control dann gewonnen gegen Splinter Twin im Finale. Aber da hat man gesehen, wie kann Splinter Twin verlieren. Und gegen diese ganzen normalen, linearen Decks, die fairen Decks, ist Splinter Twin halt super gut aufgestellt. Nicht, dass es unfair ist oder so. Es ist relativ einfach zu unterbinden. Und das Splinter Twin wird stärker, je stärker der Pilot ist. Das muss man schon auch dazu sagen. Ja, das ist sicher. Das ist ein Deck, was halt wie dem viele Modern Decks halt das konstante Spielen einfach belohnen. Ja. Möglich. Möglich. Du, ich weiß, also jetzt wird es normalerweise auch da fragen, was wir momentan in Modern spielen, aber wir alle drei sind nicht so die Hardcore-Modern-Spieler, du gar nicht. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich würde ich jetzt auch entweder Infect oder wahrscheinlich Twin spielen, weil ja, es ist super unspannend. Ja, also wenn ich zu einem Modern-Turnier gehen würde momentan, würde ich entweder Burn spielen oder halt Überraschung. Oder halt Living End noch immer, weil ich glaube, dass das auch ziemlich gut aufgestellt ist, einfach weil der Graveyard Hate zurückgegangen ist, weil es halt ein cooles Deck ist. Ja. Vermutlich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich irgendwo, was Modern angeht, in meinem Herzen doch dem Valakut sehr zugeneigt bin. Ansonsten würde ich wahrscheinlich zum Ups angreifen. Ich habe es viel im Standard gespielt. Es hat relativ starke Einzelkarten, gute Synergien dahinter. Es hat Tassigur, das ist einer der wenigen Gründe, ein schwarzes Deck zu spielen. Ja, und Abrupt Decay. Und ja. Inquisition Zotzis. Also so und ist nicht. Und lauter gute Einzelkarten. Ja, das ist schon ein gutes Stuff. Ja, stimmt. Gut, dann gehen wir zu Standard. Da hat es drei Grand Prix gegeben. Zuerst einmal den Grand Prix Civil am 14. und 15. Februar. Da hat er Österreich gewonnen, den Emanuel Gerschissen wieder. Sein zweiter Grand Prix, in kurzer Folge, Sieg, ja, diesmal mit UB-Kontroll. Ansonsten war die Top 8 sehr gemischt mit einmal Absan Agro, sein Absan Midrange Agro, also der hat das selber nicht genau gewusst, wie er es nennen soll, ein Rot-Grün Devotion, ein Jeskai Agro, ein Monogrün Devotion, ein UB Heroic und ein Sedizi Whip Deck. Also wirklich von allem ein bisschen was. Ja. Macht absolut Sinn. Es war der erste Grand Prix quasi, oder das erste Major-Tournament, was jetzt nicht irgendwie ein Star City-Event war, mit Fatal Forge, weil die Proto ja Modern war. Das heißt, wir sind um das leider umgefallen, dass wir auf der höchsten Ebene die Leute Standard spielen sehen. Ja. Was wir dann noch in weiterer Folge sehen werden, dass sich eben viel verändert hat. Und das ist, weil nicht die besten Leute daran gearbeitet haben an dem Format. Wir kennen das jetzt kaum aus der letzten Zeit, weil wir immer diese Standard-Proto hatten mit der einen Block-Proto noch vor einem Jahr oder so. Und sonst eigentlich immer die Standard-Proto als Meilenstein, die das Format definiert hat. Das hat uns jetzt gefehlt. Deshalb die erste Top 8 auch wirklich noch komplett durcheinander. Ja. Ja, dann die zweite Top 8, dann Memphis, am 21. 22. Februar, das Wochenende, hat dann Sultai Control gewonnen, also wieder ein Control-Deck. Jeskai Midrange war auf Platz 2. Dann waren 5 Absan-Control-Decks, beziehungsweise 4 Absan-Control und ein Absan-Midrange-Deck. Der Übergang ist aber sehr fließend. Und der Platz 8 hat ein weiß-rotes Agro-Deck gehabt, ja, was ja davor eigentlich in Amerika auf den ganzen Star-Cities sehr viel gespielt wurde, das weiß-rote Agro, und auch so mehr oder weniger als das beste Deck gehandelt wurde. Wobei hier bei dem Grand Prix war Platz 2 rot-weiß Agro. Nein. Doch. Nein. Doch, das war Ben Stark. Ja. Ja.
Mit 4 Soulfire Grandmaster und ohne Stormbreath-Dragon in seinem Deck. Genau, und 4 Outpost Siege und ohne blauen Karten. Ja. Ja, das stimmt. Ja, es war meine Chess-Guy, es war weiß-rot Midrange, Entschuldigung, ja. Okay, kein Blau. Vollkommen richtig, ja. Also das war nämlich auch ein absolut formatdefinierend, wenn der Ben Stark diesen Archetypen komplett weggenommen hat und es auch selbst interessanterweise Rot-Weiß-Control genannt hat und damit die komplette Top 8 eigentlich ein reines Kontrollformat war. Ja, also bis auf das weiß-rote Aggro. Wobei beim Grand Prix selber hat er es noch selber Midrange genannt und dann im Nachhinein bei seinen ganzen Berichten hat er das Control-Deck genannt, was ich für einen Deck, muss ich ehrlich sagen, sehr frech finde, das eigentlich ausschaut wie ein Aggro-Deck. Ja, ich meine, natürlich spielt es Outpost Siege 4-mal und will darüber halt Card Advantage generieren und damit halt auch noch gewinnen, aber das ist für mich noch immer kein Control-Deck deswegen. Ja, aber wenn man viel Standard spielt, dann kann man das auch mehr verstehen, weil das Deck gewinnt nicht auf Turn 4 oder 5, sondern das gewinnt irgendwann und das, indem es dich einfach grauslich ausgrindet und dich dann einfach runterstoppt. Ja. Oder irgendwie mit so Soulfire Grandmaster, Living the Dream mit Wildslash oder Stoke the Flames. Ja, es passiert. Es passiert tatsächlich. Also es macht schon Sinn, den auch viermal zu spielen. Ja, ja, also das Outpost Siege viermal spielen, glaube ich, ist sicher eine Sache, die sich auf jeden Fall durchgesetzt hat und sinnvoll ist in diesem Ganzen. Was halt interessant ist, dass so viele Absan Control-Decks da jetzt, sag ich mal, aufgekommen sind. Im Endeffekt war das auch viermal dieselbe Liste, mehr oder minder. Das war alle diese Brad Nelson und jetzt weiß ich nicht, aber der wurscht, der Platz 4 war, der hat es eigentlich, oder Platz 5 war, der hat es eigentlich erfunden und alle haben geschrieben, ja, er hat gesagt, das Deck ist gut, darum spiele ich das und die sind halt alle in die Top 8 gekommen. Das heißt, das hat damals schon viel ausgesagt, war einfach der beste Call zu dem Zeitpunkt. Ja, vor allem, sie haben sich halt auch das richtig durchüberlegt, wie man das auch bei den Control-Decks sieht, die Control-Decs haben alle den Tassigur im Sideboard bringen und dann rein, weil die Leute ja Removal nach Game 1 rausnehmen müssen. Die Abzahn-Decks machen mittlerweile dasselbe, die haben nur mehr die Siege-Rhinos, quasi die sofort was machen, sofort einen Impact haben aufs Spiel, selbst auch Tassigur, die auch sofort einen Impact haben aufs Spiel, aber die Fleecemen Lions rausgetan haben aus dem Main-Deck und dann nur mehr im Board und die dann reinbringen, wenn der Gegner Removal Light ist. Ich meine, jetzt kennt den Schmäh jeder, von dem her ist er nicht mehr so gut. Allerdings ist das Deck so konzipiert, dass es schwerer wird, dagegen zu boarden. Also da ist vor allem dieser Fleecemen Lions Sideboard-Tech sehr erwähnenswert. Das ist nämlich, das gibt dem Deck die Option zu transformieren in einen Midrange-Deck. Mhm. Wieder. Oder halt Hard Control. Also je nach Matchup, aber den Fleecemen Lion, glaubt man, boardet ihn fast immer rein. Vielleicht in Rot-Weiß Aggro-Control, wie auch immer, nicht. Ich schon öfter und immer wieder gesehen, mit dem Sideboard so zu interagieren, dass du nachher fast ein anderes Deck spielst. Gibt es seit vielen Jahren immer wieder den Plan, wenn das Deck einfach so sehr stabil, sehr gut ist und man da so die Sideboard-Strategien der Gegner aushebeln will. Die Frage ist ja, es ist natürlich immer besser, wenn die Gegner das nicht wissen. Und wenn die Gegner es wissen, kommt es einfach dann auf das sehr schöne Guessing-Game an. Wie viel habt ihr jetzt wirklich geboardet? Ja, ja. Genau, ja. Das ist eine sehr schöne Komponente, die man dann halt bedenken muss. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum aktuellsten Grand Prix. Grand Prix Miami, der war das vergangene Wochenende, 7., 8., 3. schon. War Ethan Mackel, glaube ich, 41. oder sowas geworden? Ich muss gestehen, ich habe es nicht geschaut. Das letzte Mal, wie ich geschaut habe, war er 41, 42. herum sowas geworden. Das heißt, wieder im Geld, wieder ein paar Punkte. Gratulation an dieser Stelle natürlich. Gewonnen hat dort Platz 1 und Platz 2 war Grün-Weiß Devotion. Darauf gehen wir gleich noch mehr ein. Dann Platz 3 ein Absan VIP Deck, Platz 4 ein Absan Aggro Deck, 5 und 6 Mono-Rot Aggro Decks und dann Platz 7 ein Absan Aggro und Platz 8 ein Naya Aggro. Das heißt genau das Gegenteil auf einmal wieder. In Wirklichkeit kein Control-Deck mehr in den Top 8 mit Mono-Rot extreme Aggro Decks und diese grün-weißen Devotion Decks. Das Weiß spielen die in Wirklichkeit für Mastery of the Unseen. Die Verzauberung, ja, okay, wo man Karten manifestieren kann für eine Activated Ability. Das heißt, wenn du ausfladdest, was mit den Devotion Decks ja schon passieren kann, beziehungsweise ja auch ein Plan ist, ja, mitunter,
Also einfach das Board voll spammen mit Kreaturen, die mit eventuell dann auch eine Zusatzfähigkeit haben. Ja, und man hat auch, muss dazu sagen, das Master of the Unseen ist neben 1-2 Banishing Light die einzige Nicht-Kreatur in dem Deck, außerhalb von Ländern. Das heißt, sie hätten entweder Länder, die sie dann nicht mehr brauchen, oder halt Kreaturen, die sie eh aufflippen können. Und was man auch dazu sagen muss, die Absan-Decks, Absan-Control-Decks, haben teilweise eben dieses Mastery of the Unseen im Sideboard gehabt gegen die echten Control-Decks. Und jetzt spielt er das Main-Deck, was gut gegen die Control-Decks ist. Und jedes Mal, wenn er aufflippt, kriegt er Leben. Das heißt, es ist auch gar nicht so schlecht gegen die Agro-Decks. Ja, also ich glaube, der Lebenseffekt ist das Relevanteste an der Karte grundsätzlich in dem Format. Weil dieses Grün-Weiß-Devotion, wenn wir jetzt sagen, okay, diese Mastery war Sideboard-Karte gegen Control-Decks aus Rot-Weiß-Agro, teilweise Absan. Aus den Decks ist sie eine ganz gute Sideboard-Karte, aber in diesem Grün-Weiß-Devotion, das Matchup gegen die Control-Decks für das grüne Devotion-Deck ist grundsätzlich nicht so toll. Und diese Mastery macht es nicht bedeutend besser, weil man dadurch entweder auf mehr, also wenn man auf Power verzichtet oder auf starke Karten mit Haste. Ich meine, die Mastery ist gut, aber die Control-Decks haben Ugin, okay, die Manifeste überleben den Ugin, aber er kriegt den weg und Perilous Vault zerlegt das komplette Deck. Ja. Ja, also ein geopferter Vault und das Spiel ist eigentlich vorbei. Er kann kaum recovern. Also, ja, aber die spielen halt nur noch ein Vault Main Deck und vielleicht eins im Sideboard. Das heißt, da ist diese Gefahr ist nicht mehr so groß wie früher, wo halt UB Control 4 Vaults gespielt hat. Also ich habe selbst die letzten Wochen nur Blau-Schwarz Control gespielt und sehr viel auf Magic Online, auch PPTQ und PTQ. Und bin zweimal gegen dieses Deck gespielt und ich dachte, was zum Teufel ist da los? Ich bin in der Homebrew Hell gelandet. Ja, weil ich mir gedacht habe, was macht der? Der legt Turn 2 nach einem Blossoming Saints, legt ein Mastery of the Unseen. Ja, ich meine, das war zweimal Frühstück und hat 5 Minuten gedauert, glaube ich, pro Game mit dem Control Deck. Okay. Und ja, jetzt habe ich das gestern dann beim Grand Prix gesehen und so dieses eine lustige Spiel, ich weiß nicht, das war, ist viral gegangen online, was Runde 5 oder so bei dem Grand Prix, wo der Sam Black gegen irgendwen anderen ein Mirror spielt und beide so in Game 1 bei 350 Leben sind und 0-0 drohen. Also. Ja. Sehr interaktiv. Und das war halt dann noch das Finale. Ich habe es durchgedrückt bis zum Ende und eigentlich hat es nur so lange gedauert, weil sie unglaublich langsam gespielt haben, aber der eine hatte, der gewonnen hat, hatte auch einfach wirklich das bessere Deck fürs Mirror. Okay. Ja, der hatte ein Banishing Light weniger, ein paar Fließmännlein mehr und halt Thema Sabertooth einmal mehr. Also der hat halt mal ein bisschen aggressiver und ein bisschen weniger Devotion. Ja. In rechter Linie, der gewonnen hat. Ja, genau. Und vor allem, es war recht lustig, weil beide Decks hatten keinen Weg, das Mirror zu gewinnen. Außer der eine halt den Sabertooth Main Deck, der das Spiel auch einfach gewonnen hat, Game 1. Und der andere dachte, er hat diesen lustigen Vogel, diesen 3-4 Flieger, der Counter verteilt, der sei doch ach so toll und nur für dieses Matchup. Mhm. Er hat ihn zweimal gehabt in Game 2, er war fürchterlich schlecht. und ein Bau auf Nilea gewinnt sofort, immer. Also das ist auch eine Sache, den Tech kannte ich und so secret ist er eigentlich nicht, aber das haben sowohl beide Listen, die aus unabhängigen Lagern kamen, hatten beide diesen Bau auf Nilea nicht, weil Angriff mit Polukranos, er kriegt Death Touch, schießt alle Kreaturen vom Gegner ab. Es kommt nicht zu dem Spiel, wo 300 Leben passieren, sondern das Spiel ist relativ schnell vorbei. Also es ist gleich, wenn ihr das Deck spielen wollt, bitte packt den Bogen rein, weil ihr wollt kein Mirror spielen mit 300 Leben. Vor allem tut es mir das nicht am Freitag beim FNM. Da redet ihr nur in eigener Sache. Ihr könnt ruhig 300 Leben kriegen. Gell? Ja. Ihr kriegt den Super Secret Tank hier. Mehr Leben sind besser. Mit viel Leben ist noch niemand gestorben, oder wie? Ja, ansonsten ist es halt witzig zu sehen, wie das halt wieder geswappt hat, sozusagen. Ja? Von einem sehr Kontrollmeter in einen sehr Agrometer fallen diese zwei Monorot-Agro-Decks, die halt wirklich 21 Mountain spielen und halt ins Gesicht steigen. Und ins Gesicht steigen mit 3-1er-Drops und solche Geschichten. Also, wunderbares Deck. Das hast du lieber am FNM, das ist schnell vorbei. Ja, ein Traum bitte, alle mit dem Deck kommen. Spielt niemand Drawn in Sorrow, also. Ja, ich weiß nicht, State of Standard. Ich meine, du hast schon gesagt, du hast viel OB-Kontrolle gespielt. Ich habe sehr viel gespielt, ja.
Findest du, dass das jetzt noch immer, also von deiner Warte her, ist das noch immer die beste Wahl oder ist das nur deine Wahl, weil du halt gerne das Control-Deck spielst und dich damit sicherer fühlst? Oder? Ich habe schon sehr, sehr lange davor kein Control-Deck mehr gespielt, also kein wirkliches Hardcore-Control-Deck. Das letzte, glaube ich, war bei der Block Pro Tour Ravnica, wo ich wirklich ein Straight-Up-Control-Deck gespielt habe, was wirklich eine Zeit her ist. Und ich finde weiterhin, dass es das beste Deck ist. Ich mag es mehr als das Sulte-Control, aber das, ja, da gibt es auch den, die einen meinen, das eine Deck ist besser, die andere das andere, wie auch immer, darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen. Ich würde weiterhin Blau-Schwarz-Control spielen, leider ist die Season jetzt vorbei, sowohl Real Life, weil wir in Österreich haben keinen Major oder kein PPTQ mehr in dem Format, bis Dragons rauskommt, auf Magic Online leider dasselbe, also von dem her ist Standard für mich persönlich auch am jetzigen Punkt abgeschlossen, bevor Dragons rauskommt. Und ich werde mich auch persönlich jetzt momentan nicht mehr weiter damit befassen. Was ich sehr schade finde, weil ich fand das Format vor Fate sehr schön. Mhm. Mir hat es mit Fate Reforged, ich mag nicht sagen besser gefallen, aber es war nicht, auf jeden Fall nicht schlechter, ja? Auf jeden Fall gleichwertiger. Also es ist ein super vitales Standardformat mit vielen verschiedenen Decks. Viel besser, als es im Jahr davor war mit okay, Control, Blau, Mono-Schwarz-Devotion, Mono-Blau-Devotion, ein bisschen Mono-Grün-Devotion und ein bisschen Mono-Red-Devotion. Da sind wir jetzt schon wirklich diverser und das ist fein. Es gibt, keine Ahnung, 8 bis 10 Decks, die man wirklich realistisch spielen kann beim Event, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt Tier 1 oder 1,5 und los geht's. Wir brauchen uns nur die Top 8 Decks der letzten 2 Standard-Kompris anschauen und wir haben über 10 verschiedene, glaube ich, zur Auswahl. Ja. Ungeschaut, und das Spektrum ist sehr groß. Ja. Von Agro bis hin in Kontrolle. Bis zu Agro-Decks, die dann als Kontrolldecks genannt werden. Spricht doch absolut fürs Format, oder es sind auch keine Bands notwendig und es kommt zu coolen Spielen. Jetzt, was früher eigentlich nie der Fall war, Standard ist das Format, was jetzt wirklich, wo die Runden auch mit Abstand am längsten dauern, weil die Spiele interaktiver werden, es unglaublich viele Optionen gibt und diese richtigen Board-Stalls eigentlich nicht auftreten, sondern es passiert einfach so viel in dem Spiel, dass es einfach so lange dauert, mit dem ganzen Live-Gehen von den Whips und diesen Soulfire Grandmastern und dann passiert da mal ein Ugin. Genau, also der Ugin kommt ja auch regelmäßig vor. Also ja, natürlich, also ist eine großartige Karte. Die Spiele gehen auch oft lang, dass du halt 8 Mana ganz legal gespielt hast, 8 Länder gelegt hast und dass du dann halt entweder mit Ugin gewinnst oder halt auch nicht, aber die Spiele sind einfach, und es ist jetzt nicht so, dass die Leute 300 Leben haben, sondern, also ich habe letztens wieder FNM gespielt und ich habe von 5 Runden 4-mal muss ich gestehen, in die Zeit gekommen. Es tut mir leid, ja. Ja. Wenn du auch so komplizierte Decks spielst. So kompliziert war es gar nicht. Also ich weiß nicht, ich bin noch nie getimed Real Life mit Blau-Schwarz-Control. Auf Magic Online jedoch, da muss man schon sehr versiert sein. Weil Dig-Through-Time ist keine Karte, die Spaß macht auf Magic Online. Also das muss man schon auch wirklich dazu sagen. Dig-Through-Time zu resolven dauert ungefähr 1 Minute. Also okay. Und da ist das die kürzeste Zeit, die Zeit zum Nachdenken. Sondern man hat nur Länder, die verschiedene Mana machen, die muss man anklicken, dann kommt noch der Graveyard, dann muss man die Karten aus dem Graveyard exilen, dann darf man schauen, dann nimmt man 2 Karten in die Hand und den Rest muss man trotzdem mühsam runterklicken. Also, weiß nicht. Spielt Real Life, es geht schneller. Ja. Spielt schöne Agro-Decks. Macht's mal ja Freude. Spielt nicht die Decks, die ich spiele. Wie siehst du das Standard momentan? Ja, Standard, ich bin begeistert. Es ist ein sehr großes, sehr diverses Format. Ich habe letztens auch FNM gespielt mit einem rot-weißen Midrange, mehr oder weniger. Das waren, ich glaube, es war Grand Prix Memphis, wo nach dem ersten Tag 2 rot-weiße Listen undefeated waren. Und 2 Decklisten waren undefeated, es war beides mal rot-weiß mit Outpost Siege und ich habe mir gedacht, ja, das trifft auf mein Spielniveau hin und auf meine Ansprüche, wenn die durch so ein diverses Meta gehen, wie es einfach der erste Tag vom Grand Prix ist, durch da durchkommen, dann schaue ich mir das an und probiere das halt auch aus beim FNM.
hat die ersten Runden gut funktioniert und dann, ja, ich bin zu ungeübt in dem Format, ich weiß nicht, was mich erwartet. Habe mich ausspielen lassen von den Gegnern, habe mich dann das eine Mal zu oft aufs Glück verlassen, dass noch was nachkommt und dann geht schon. Und ja, war halt nicht. Und bin im Endeffekt, glaube ich, 3-2 gegangen. Bin nicht unzufrieden damit, es hat viel Spaß gemacht. In dem rot-weißen Deck, es macht einfach jede Karte Spaß. Es ist für mich... Für wenn mich, man rote Karten macht, für mich, ja. Für mich auch eher untypisch. Es war jede einzelne Karte cool. Hin und wieder ärgert man sich, weil man gerade keinen Mountain fürs Chain to the Rocks hat. Weil man gerade irgendwas nicht hat für was anderes. Aber es spielt sich sehr schön. Die anderen Decks schauen auch alles aus wie richtige Decks. Und das geht ja noch viel weiter. Es ist bei uns, ich habe zweimal gegen Mardu gespielt. Das ist da jetzt überhaupt nicht vertreten. Das kann auch schon ganz lästig sein. Also ich habe mich jetzt nie großartig bedrängt gefühlt. Im Nachhinein, wenn ich auf meinen Lebensblock geschaut habe, dann war es da schon mitunter relativ knapp. Ja, es geht aber, wird oft knapp in den Spielen in Standard. Ja, aber dann, weiß nicht, da, man ist auf drei Leben, aber man, man ist noch lange nicht, nicht. Man ist noch lang nicht tot. Ja, da gibt es ja. Leben, Länder, Weep, eben diesen Soulfire-Menschen, alles Mögliche. Ja, oder du schießt ihn einfach um. Oder du schießt ihn einfach um. Oder hast du einfach zwei Curse und machst da pro Runde zwei Leben oder so, ja? Ja, es gibt, es ist nicht kann, zu es vergessen, ist so viel, das Rhino. Ja. Ja. Also es passiert, da sieht man schon, wie lange eine Runde dauern kann. Der Gegner will nicht sterben, ja, der hat sich wirklich. Also, schönes Format, wirklich lang nicht mehr so viel Spaß gehabt. Und ich glaube auch, ich habe sehr gerne und sehr viel Mono Black Devotion gespielt vor über einem Jahr. Aber so viel Spaß hat es nicht gemacht wie jetzt. Ich meine, es war schon auch lustig, kann man nichts sagen. Aber so aktuell, es ist einfach viel bunter. Ja. Ja. Und das ist gut. Das finde ich auch so. Also ich habe jetzt auch, ich spiele jetzt auch momentan mehr Standard als noch vor einiger Zeit. Generell ist die Zeit halt immer so ein Problem, zu einem Turnier zu gehen. Aber ich habe halt FNM's ein paar gespielt, Game Day gespielt. Beim Game Day habe ich das Sulte Control probiert, was mir ehrlich gesagt nicht gefallen hat, weil es, ja, also davor habe ich Sulte Ramp gespielt, wo es auch den Deckcheck von mir gegeben hat. Jetzt spiele ich momentan wieder Sulte Ramp, weil es eigentlich einfach lustiger ist. Ja, theoretisch ist es Sulte Ramp und Sulte Control vom Gameplan recht ähnlich. Ja, nur dass du halt bei Control eben die Kontrollelemente hast und solltest theoretisch besser sein als das Ramp. Ich habe halt die Erfahrung gemacht mit dem Sulte Control Deck, dass ich es nicht schaffe, mit dem Wayfinder Karten in den Graveyard zu geben, die ich nicht will, sondern immer meine Winning Options in den Graveyard zu geben und dann gegen irgendwas zu versterben, obwohl ich das Spiel theoretisch in der Kontrolle habe und halt nie mehr gewinnen kann, weil ich habe halt schon die Ugin und den Garog im Graveyard und die Kyora ist an irgendwas gestorben und dann war es das halt. Ja. Da spiele ich halt lieber Ramp, wo ich einfach mehr Winning Options habe und auch teilweise einfach Turn 4, Turn 5 schon eine auspacken kann. Ja. Problem natürlich, wie der Olli richtig sagt, Zeit ist echt eine Sache, ja, weil wenn du halt mit 7, 8 Mana Spells gewinnen willst, auch wenn du dich reinrampst, der Gegner wehrt sich halt doch und er will nicht sterben. Und dann, wenn du das dritte Spiel brauchst, ist es oft halt mit der Zeit schon knapp. Das heißt, Flott-Spiel ist in dem Format sicher wichtig, aber es ist echt lustig. Es macht mir wesentlich mehr Spaß als noch im Mono-Blue-Devotion-Format, wobei es da auch, waren auch coole Decks, aber es war halt, wenn ich jetzt FNM spiele, spiele ich 5 Runden und spiele halt davon gegen 4 andere Decks, sage ich jetzt einmal, und nicht gegen 2 Decks. Ja, weil du spielst entweder zweimal gegen Absan oder zweimal gegen Rot-Weiß, so im Schnitt, würde ich mal sagen. Na, ja, übers Turnier vielleicht, aber ich, also, wenn ich, also bei meinem letzten FNM habe ich gespielt gegen ein Art Naya Agro-Deck, dann habe ich gespielt gegen ein dreifarbiges Kontrolldeck, aber nicht Zulte, sondern eigentlich Esper-Kontroll, danke. Dann habe ich gespielt gegen Rot-Grün-Devotion, gegen Sulte-Kontrolle habe ich einmal gespielt und ich weiß gar nicht, was das letzte war. Oh ja, Absan. Also gegen 5 verschiedene Decks, das ist halt cool, ja, weil das ist halt, da tut sich halt was. Ja, 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 es wird auch, also das glaube ich, wird sich jetzt auch dann auch mit den neuen Karten nicht ändern. Außer es ist etwas halt absurd stark. Also es und es gibt schon ein paar Karten, die teilweise
schon wirklich, wirklich, wirklich arg ausschauen. Ja, dann... Das ist eine schöne Überleitung. Wollte gerade sagen, dann reden wir gleich ein bisschen was über die Drachen. Eigentlich will ich nicht so über die... Also ja, wir können über Dragons of Tarkir reden, aber die Drachen will ich bis jetzt... Nein, eher auf Dragons of Tarkir, ja. Also den Dragon of Temptation oder wie er heißt, den Silungar. Das ist noch, glaube ich, der einzige Drache, der... Also der sticht mir jetzt ins Auge. Aber irgendwie ist er... Es gibt einen Bogadan Hellkite. Ja, den finde ich nicht so toll. Ja, aber kostet halt auch... Aber auch bei dem Silungar ist das Problem, er ist teurer als Sau auf Temptation, was ihn... von den Mana-Requirements unattraktiver macht. Und er ist vom Effekt halt schon schlechter als Kaiga, der damals eine richtig gute Standardkarte war. Also ich mal sehen, ob der es ins Format schafft. Ja, Silungar ist halt nur dann wirklich, also ich werde ihn einblenden, Silungar ist halt nur dann wirklich interessant, wenn du, glaube ich, einen Planeswalker übernimmst, weil dann kannst du sofort den Effekt machen. Ah, das geht auch? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Du kannst Kreatur oder Planeswalker übernehmen. Wenn du eine Kreatur übernimmst, kriegst du halt nicht Haste. Das heißt... Das kann sein, dass er wieder stirbt und nichts passiert, aber wenn du den Planeswalker übernimmst und damit gleich einen Effekt hast, dann kann es schon interessant sein. Ja, also die Karte, wenn wir schon beim Planeswalker sind, die coolste Karte im neuen Set, finde ich eindeutig die Narset. Die ist, also ich habe am Anfang gedacht, es muss ein Fake sein, ja. Weil ein Planeswalker, der mit 6 Loyalty ins Spiel kommt für vier Mana und dann sofort auf 7 raufgeht, im Normalfall, das ist schon eine Ansage. Ja. Und die Effekte sind alle drei sehr, sehr, sehr stark. Ja. Also es ist ein umgedrehter Domri und das Control-Deck momentan spielt eine Kreatur, ein Burn-Deck Ancient, wenn man sich das Blau-Schwarze anschaut, ja, 28 Länder, das heißt, du hast eine 50% Chance, dass du hittest mit dem Ding, einfach ins Blaue. Dazu hast du noch Tempel und so weiter im späteren Spiel, also du kannst diese Wahrscheinlichkeit weiter erhöhen. Mal schauen, ob die... Also es ist ganz klar eine Kontrollkarte. Die Karte macht nichts in einem Deck mit vielen Kreaturen. Mal schauen, ob Kontroll jetzt blau-weiß ist oder doch Esper. Dafür bräuchte es wahrscheinlich aber noch irgendwie Länder, weil du hast halt für Esper kein Trident. Das ist das Problem, warum Esper auch jetzt eher nicht gespielt wird, sondern nur blau-schwarz, weil es halt... Oder Sulta, weil... Down, weil die doppelt-schwarzen Kosten brauchst. Ja, vor allem für Wildblight. Du brauchst ja zwei... Du brauchst die Kontrollelemente. Du brauchst ja zwei doppelt-schwarz, du brauchst ja drei doppelt-blau. Das Sulte-Deck kann das machen, weil es halt dieses Opulent Palace hat. Das Tryland Esper hat das nicht. Ja. Also das Arcane Sanctum wird auch nicht reprintet werden. Ja, die bei der Nase, die ist halt die einzige, dass... Ich meine, sie ist schwer kaputt zu kriegen, da sie mit 7 kommt, sage ich jetzt einmal. Aber dafür ist die Ultimate, was mit 9 relativ bald zu erreichen ist, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so interessant, wenn du das Kontrolldeck bist. Außer du spielst gegen ein Kontrolldeck. Weil er kann halt keinen Non-Creature Spells mehr spielen, okay. Dann kann er sein Removal nicht spielen, das keine Targets bei dir hat. Ja, aber wenn man ihm seine Stockte Flames abdreht oder so, ist schon okay. Ich meine, wenn es zum Ultimate kommt, dann... hast wahrscheinlich eh so oder so gewonnen. Das ist dasselbe wie bei Ugin. Ja, wenn der Ugin eskaliert, ist auch vorbei. Also ich habe, glaube ich, noch kein Spiel mit Ugin Ultimate verloren. Das passiert nicht. Ja, muss ich jetzt einwerfen. Ich habe irgendwann gesagt, ich habe noch kein Spiel mit Resolved Ugin verloren. Ja, das passiert schon. Das ist mir letztens leider passiert, gegen ein Sulte Control Deck, der hatte... Also ich habe es dann nicht verloren, aber es ist dann getraut, weil er alle meine Ugins kaputt gemacht hat. Also, aber sie waren alle sehr gut, bis zu dem Moment, wo sie an Heroes Downfall gestorben sind. Ja, ich weiß nicht, in dem Matchup würde ich sie, glaube ich, sogar rausbaden. Aber das war erstes Spiel. Ah, gut. Das Spiel hat so lange gedauert, bis ich keine Winning Options mehr im Deck hatte und mein Deck noch so dick war, aber ich kannte alle Karten, weil ich alle Dicks von Time auch schon gespielt habe. Aber wenn das noch immer so dick war, dann hast du aber Double Sleeved gespielt, oder? Nein, es waren einfach nur noch Länder... Und Karatüden und Ramsch. Ja. Was das Deck nicht so spielt. Muss es auch spielen. Ja, auch beeindruckend ist, finde ich, der Sakan. Oder ich finde ihn cool. Ja, cool ist er. Aber 5 Mana, das, 3-färbig. Das ist das Interessante. Es ist die einzige 3-färbige Karte bis jetzt. Ja. Was ich nicht ganz verstehe, warum das unbedingt notwendig ist jetzt da. Aber ja, die Karte ist cool. Die Frage ist, ist die Karte besser als ein Stormbreath Dragon, ein Sakan oder eine Nissa? Weil er kämpft offensichtlich gegen alle drei von denen mit härteren Mana-Requirements. Und ich glaube, Mana-Slot, ja.
Das müssen wir uns anschauen. Da müssen sich die klugen Köpfe das überlegen, wie die nächste Proto spielen dürfen. Und dann kommt wieder eine Standard-Proto. Ja, zum Glück. Also ich freue mich schon auf die Coverage der Standard-Proto. Da werde ich wieder binge-watchen. Ich mag Standard gerne und Modern nicht so, falls es noch nicht rüberkommen ist. Ich nehme an, die nächste Proto können wir auch wieder im Shop mit Monitoren. Das passiert ja sowieso immer. Also das steht ja außer Frage. Nein, aber es ist eine coole Karte, auf jeden Fall schönes Design. Ja. Auch so Kreaturen spucken oder Karten ziehen. Und was macht er dann noch? Ein Land? Macht der Kiora einfach nach oben? Oder Nein, du ziehst eine Karte und kriegst ein Mana. Ein Mana ist es. Ja, okay, auch fein. Ja, also, das ist halt mal Card Advantage, was jetzt schlecht ist. Ist eine coole Karte. Ich würde mal sagen, er ist gut. Ja, aber wirkt bei dem, unfair. Das ist er wirkt nicht unfair, genau. Vor allem für 5 Mana, also wenn er 5 Mana 5 Loyalities hätte, könnte er, wenn man minus 2 macht, hätte er dann schon wenigstens noch immer 3 Loyalities und könnte sich verteidigen. Das heißt, das wäre vielleicht noch besser. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt sage, ich mache den Minus, um eine 4-4 zu haben, um ihn zu verteidigen, hat er halt nur noch 2 Loyalities. Das heißt, wenn ein Gegner Tokens hat, ist es noch zu wenig. Wie gesagt, er kämpft gegen 3 Karten, die wirklich ähnlich sind mit Nissa, Sakan und Stormbreath Dragon, die man alle parallel spielen könnte, und in dem einen Deck ist die Karte besser, im anderen die andere. Von dem her, ja, werden wir schauen, wie gut er ist. Ich mag ihn jetzt nicht hochloben, aber auch nicht abschreiben. Also. Okay, dann würde ich euch gerne befragen zu den Commands und primär zu den mehr gehypten Commands, also das weiß-blaue Command, das Oshotai Command, ja. Danke, ich hätte es nicht so schön gesagt. Oshotai Command. Sartorius Command. Sartorius Command, genau. Was haltet ihr davon? Also die 4 Abilities, Entschuldigung, wenn ich dich gleich wieder unterbreche. Ja. Du kriegst 4 Leben, du kannst eine Karte ziehen, oder du kannst einen Kreaturen-Spell countern, oder du kannst eine Kreatur mit Converted Mana, du kannst 2 oder wenig vom Friedhof zurück ins Spiel bringen, also von deinem Friedhof. Ja. Du kannst da 2 davon aussuchen und das ist natürlich ein Instant. Ich mag mal vorab sagen, zu all den Commands, wir sind, glaube ich, ein bisschen verwöhnt aus den Lorwyn-Teilen. Ja, die waren alle besser. Die waren alle. Also außer das Rote, glaube ich. Das Rote sind alle gespielt worden. Ja, ja. Damals. Ich glaube, alle alten Commands sind besser als alle neuen, so ungefähr. Aber dementsprechend natürlich schon die Diskussionen gehabt im Shop mit Mal, das blau-weiße Command, es ist zwar einfacher zu casten als der Cryptic Command, aber er ist doch so viel schlechter. Ja. Vom reinen Power-Level her hat aber der Cryptic Command ja auch die härtesten Mana-Kosten. Das muss man ja auch dazu sagen. Das Triple Blau ist nicht nix. Nein, natürlich. Und wahrscheinlich hätten wir immer viertes Blaues auch geben können, das wäre wurscht gewesen. Ich finde den blau-weißen Command fair, schön, unaufregend. Der Riesenvorteil bei dem Command im Vergleich, gleich um das vorwegzunehmen, im Vergleich zu allen anderen, der Default-Mode Counter-Draw ist mit Abstand besser als alles, was die anderen machen können. Ja. Weil das ist der einzige, wo du einen Modus hast, der immer etwas macht, und das ist Draw-A-Card, das kann kein anderes Command. Alle anderen Commands sind so, da ist die zweite Fähigkeit meistens so mittelprächtig. Und Draw a Card ist fein für den Spell, weil er setzt sich selbst und also macht halt immer Kartenvorteil. Wenn auch plus 4 Leben, hätte ich mir damals bei Cryptic Command auch vorstellen können, dass ich das ein oder andere Mal gern gehabt hätte. Ja, ja sicher. Ja. Es kann ein schwächeres Fog sein, sozusagen. Ja. Also dass der Cryptic Command tappt halt die Kreaturen, da ist halt jetzt 4 Leben. Ja. Aber wenn man nicht Limited spielt, dann ist die vierte Fähigkeit halt auch weg. Also es ist ein Command mit 3 Modes. Und du solltest eigentlich immer den Counter-Modus verwenden, weil sonst würde man die Karte nicht spielen. Im Normalfall verwenden wir den Counter-Modus. Es ist halt ein nettes Backup, auch für Leben zu kriegen. Es ist ein 4-Mana-Counter-Spell. In einem relativ aggressiven Format ist halt die Frage, ob du counterst, kannst du Kreaturen countern damit? Ja. Was machst du gegen eine Kreatur, die schon im Spiel ist, und dann gibt es halt quasi das Backup mit, du foxst das einmal, indem du 4 Leben holst. Ja, also da ist halt die Frage, ja, wie geht es sich von der Mana-Effizienz aus? Ja, kann ich mir erlauben, 4 Mana-Counters besser zu spielen, wenn ich die Stainful Stroke haben kann für 2? Also das ist die Frage, die sich stellen wird. Ja, vielleicht geht da auch was mit dem Grandfather Soulmaster und Buyback. Den kannst du nämlich zur Not auch wiederholen. The dream. Den kannst du nämlich auch wiederholen.
Aber das ist sehr weit in die Zukunft gedacht. Und oh, das sind auch 8 Mana. Ja. No. Ja. Ich meine, es ist ein Ugin. Es ist, das ist, muss kein Kontroll, muss kein Agro-Deck sein. Ja, natürlich. Der nächste Command? Ja, Silumgas Command. Der 5 Mana Command für Blau-Schwarz. Er zerstört einen Planeswalker. Er gibt einer Kreatur -3/-3 bis zum Ende des Zugs. Er countert einen Nicht-Kreaturenspruch. Und er bringt ein Permanent auf die Hand eures Besitzers zurück. Das heißt, das ist praktisch zusammen, sind es dann schon fast ein Skripte-Command. 5 Mana ist halt sehr viel. Das ist, glaube ich, die Quintessenz, oder? Ja, also die 4 einzelnen Modis sind die stärksten, aber es ist 5 Mana. Für 4 wäre es verrückt. Also die Karte wäre für 4 Mana wirklich verrückt gut. Ja. Aber 5 ist dann halt schon so... Zu viel eigentlich. Ich kann die Karte im Sideboard sehen vielleicht für Decks, die dich mit Planeswalkern und Kreaturen versuchen zu tögeln. Also irgendwie so ein Deck mit Rebel Master und was anderem. Keine Ahnung, sowas wie Rot-Grün-Agro. Ja, und das kann auch fürs Kontrollmierer halt, weil du kannst seine Planeswalker zerstören und den Non-Creature-Spell countern. Also du kannst... Planeswalker sind im heutigen Kontrollmierers, naja... Ja, Sulte Control spielt halt auch 6 Planeswalker zum Beispiel. Ja. Also ich finde, dass die Karte dann gut sein kann, wenn im Kontrolldeck die Mass Removal zu schlecht sind. Also die Crux of Fate bzw. End Hostilities, was es dann auch immer sein mag. Dann sehe ich, dass es Tausch aus dem Sideboard. Ich glaube vorerst nicht, dass die Karte jetzt so der Reißer ist. Auch wenn sie super stark aussieht, aber 5 Mana wäre mir momentan zu teuer, glaube ich, für den Effekt. Also vielleicht ein One-Off, aber es ist keine Karte, die ich im Set spielen würde. Es fühlt sich jetzt, wie gesagt, die einzelnen Fähigkeiten sind die besten. Es fühlt sich aber im Set zu teuer an. Ja, vor allem, du magst eigentlich selten nur 2 von den Fähigkeiten. Also die einzelnen Modis sind stark, aber es gibt nur schwer eine Kombination, wo beides wirklich gut ist. Ja. Vor allem, wenn der Gegner darum rumspielt, dann wird die Karte einfach komplett entwertet. Das ist das Problem. Also Gut, der nächste Command für 3 Mana, der schwarz-rote. Kolagans-Command. Kolagans-Command, genau. Da kannst du 2 Schaden auf eine Kreatur deinen Spieler machen, ein Artefakt zerstören, einen Spieler eine Karte diskarden lassen oder eine Kreatur von deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Ja, klassische rot-schwarze Multicolor-Karte kann man nehmen und in Tauschmappe reinpacken. Ja, das sind jetzt wiederum sehr schwache Fähigkeiten. Ja. Auf jeden Fall können wir daran denken, wenn wieder jemand fragt, ich hätte gern was in Schwarz, womit man Artefakte kaputt machen kann. Das ist auf jeden Fall, da kann man wahrscheinlich Shatter oder Smash the Smithiness oder so irgendwas viel besser anbringen. Ja, das Problem ist halt, dass es 2 Schaden sind. Wenn er 3 Schaden machen würde, würde ich ihn schon ganz okay finden. Weil dann wäre es halt ein Lightning Bolt mit jedem. Also das ist ein schlechtes Lightning ist es dann. Ja. 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 Ja, stimmt, man kann sagen, wenn die beiden besten Modis, also es ist so viel schlechtes Lightning. Gut, dann gehen wir zum dieser geilsten Command. Letzten gespoilten Command. Atrakas Command, oder wie das heißt, das Rot. Der Rot-Grüne. Rot-Grüne, dem seine 4 Fähigkeiten sind, du kannst du machst 3 Schaden zu jedem Opponent, also für jeden Gegner, das heißt, es targetet nicht. Du kannst ein zusätzliches Land dieser Runde spielen, Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen +1/+1 und Reichweite. Und Gegner können diese Runde kein Leben bekommen. Ja, also Atarkas Command. Atarkas Command, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob der in Standard einen Impact haben wird, aber den sehe ich so fix im Modern drin. Genau. Also wir haben ja Modern. Das ist mir einfach nur schlecht wird. Warum? Warum? Ja. Warum ist es so viel besser als Skullcrack, das nur Rot 1 kostet? Weil wir haben den Modern Deck Check jetzt letztens gehabt und die spielen halt schon 12, 13 Kreaturen und wenn du halt 3 Schaden machst plus 2 deiner Kreaturen mit 1/+1 pumpst, hast du einfach 5 Schaden gemacht für 2 Mana. Ich finde, die Karte schaut auch cool aus, also vielleicht in Modern mag die Karte brauchbar sein. In Standard, glaube ich, ist es eine eher Sideboard-Karte. Also da Standard würde wahrscheinlich... Standard ist auch gut. In Standard, wenn ich Hordling Outburst spiele und dann meine Tokens alle +1/+1 gibt, dann mache ich 6 Schaden mit der Karte. Ja, das ist eh fein. Ich meine, die Karte ist super. Ja. Also, kostet 2 Mana, die Effekte sind halt eher klein. Das mit dem zusätzlichen Landlegen ist meistens irrelevant. Vermutlich irrelevant. Ja.
ja, weiß man nicht. Ja, also dann kann es auch als was Explorer mit 3 Schaden oder so. Ja. Ist auch okay. Also es ist, glaube es ist halt wirklich die wird sicher gespielt, sage ich jetzt einmal. Aber das, ja. Ja, es ist eine schöne Karte. Also. Gut, wir wollen nicht zu viele Karten machen von Dragons of Taki, aber welche Karte erfreut ihr euch, die von den momentan gespoilten? Dieses monoblaue Elemental. Also wer irgendwie sich auch für Preise interessiert, der braucht nur auf den Master of Waves schauen, der jetzt wieder ordentlich angezogen hat mit dem Preis. Und das ist einfach eine Karte, die 3 blaue Mana kostet. Und ein Morphling ist... Shorecrasher Elemental. Shorecrasher Elemental. Mit der Karte werde ich hoffentlich noch viel Spaß haben. Also. Das ist ein Master of Shaves. Ja. Back to the roots. Ja, für mich cool, beziehungsweise das aktuell das größte Potenzial irgendwie Sachen zu abusen, ist der grüne Instant für 4 Mana, wo du die obersten 6 Karten von der Bibliothek anschaust und bis zu 2 Kreaturen mit Convert Mana Cost 3 oder weniger ins Spiel bringen kannst. Wird auch schon in diversen Foren kräftig gehypt, dass das der neue Aufstieg von Melira Combo ist. Ja, mit diesem mit Congregation of genau. At Dawn. Das heißt Collected Company, damit wir das. Damit wir den Namen auch dazu damit haben. Wir wissen, was es ist, genau. Ja, das ist halt echt eine schöne Möglichkeit, wieder eine coole Kreaturen-Combo zu spielen, die jetzt nicht so übertrieben ist, wie es mit Birthing Pot war, weil da gab es nach oben kaum ein Ende, weil du es immer weiter rauf potten können. Ist es Casting Cost oder Power 3? Casting Cost 3, glaube ich, oder? Na hoffentlich. Casting Cost 3. Mit Convert Mana Cost 3 oder weniger. 3 oder weniger. Ja. Ja, nicht Power 3 wäre ein bisschen krass. Ja. Da hole ich mir Siedlung ins Spiel. Ja, ich weiß nicht, ich würde mal lieber Range of Eos holen oder so. Ja. Ja. Da ist, glaube ich, verdammt viel Potenzial drin. Die Leute sitzen, glaube ich, eh schon zum Großteil und tüfteln herum, was man damit machen kann. Standard wenn es eher uninteressant. In Standard vermutlich uninteressant, aber so die Karte, die ich am ehesten jetzt in der Lage sehe, eine Combo zu ermöglichen. Okay. Absolut, oder einfach das nur, ja, das Combo steht auf der Karte groß drauf. Ja. Da braucht man nicht irgendwie drum herum reden. Ja, und im Prinzip mit den geeigneten Sachen bringt sie einfach, ist sie 2-1. Und das ist auch schon sehr praktisch und schön. Feine Karte. Danke. Patrick, hast du auch eine Karte? Ja, na, ich habe mir gedacht, also ich habe sie gelesen, aber dachte eigentlich ganz cool. Dann hast du mich auf den Boden der Realität zurückgebracht. Aber ich sage es jetzt trotzdem: Anticipate ist eine Common, 2 Mana, du schaust dir die obersten 3 Karten an, kannst eine auf die Hand nehmen und 2 unter die Bibliothek legen, das heißt im Instant geht das. Das ist im Endeffekt Card Selection, Card Draw, wie auch immer. Ein kleines Impuls. Ich finde einmal auch, das ist ganz cool, weil es vielleicht auch was für Modern bringt, weil die ja immer auf der Suche nach Card Draw sind, Card Selection sind. Du hast gemeint, die Leute sollen Telling Time spielen, das ist besser. Also ich bin kein Modern-Experte, aber wenn ich glaube nicht, dass ich überhaupt einen 2-Mana-Cantrip spielen wollen würde. Mhm. Und wenn, glaube ich, würde ich Telling Time bevorzugen. Okay. Weil in meinem Modern-Deck machen ja alle Karten dasselbe. Ja. Also es geht darum, ja, die Library so zu manipulieren und entweder nach einer gezielten Karte zu suchen, dann ja, muss sie sowieso dabei sein. Oder ich will dann eben mehr haben. Ja, und mit 100 Fetchländern im Deck ist die Top-Karte, wenn es sein muss, auch einfach weg. Ja. Das war ja beim Delver genau dasselbe. Im Blau-Rot-Delver-Deck, du hast ja immer ein Fetchland leer rumliegen gehabt. Ja. Einfach, es ist jetzt keine Seltenheit. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist die Karte auch gut und ich täusche mich, aber in Modern kann alles passieren. Auf einmal kostet eine Karte 50 Euro und man weiß nicht warum. Also, vielleicht ist es die. Okay, dann noch kurz, was im letzten Monat vom Channel passiert ist, falls die das verpasst haben. Wir haben eine neue Serie gestartet, Commander Müller. Lorenz Müller zeigt euch Commander Decks. Da hat es jetzt vergangenen Freitag Talia als erstes Deck gegeben, davor ein kurzes Einführungsvideo. Mit einer sehr schönen Void Plains im Deck.
Ja, auf die ist er sehr stolz. Ich habe noch gesagt, das hätte er nicht machen, müssen. Oh ja, die will er herzeigen. Also jetzt hat er es euch gezeigt. Nächste Woche gibt es ein Heliot. Vielleicht zeigt er euch die Pläne dann nicht noch einmal. ansonsten natürlich unseren Cybolt-Draft und den Old-Foggy-Draft hat es gegeben regelmäßig. Old-Foggy hat seit vergangenen Mittwoch eine neue Miniserie sozusagen gestartet. Und zwar, nachdem die ja oft surfen, also das heißt, das nehmen, was sie so am Anfang geschoben bekommen und dann drauf bleiben, was oft blau-grün ist, zeigen sie euch jetzt, was die anderen Varianten sind. Sie forsten haben im ersten jetzt was geforst und machen das auch beim nächsten Mal, dass sie was forsten. Sie werden dann auch mal versuchen, das andere System zu machen, das heißt, immer nur die beste Karte zu nehmen und daraus sich dann ein Deck zu bauen. Also da einfach euch andere Draft-Strategien zu zeigen, wie man die umsetzen kann. Ja, wobei das Draft-Format ist ja leider auch bald wieder vorbei. Also von dem. Aber das nächste kommt bestimmt und es ändert sich alles jetzt. Die Technologie ist ja grundsätzlich, der Gedankensatz ist dasselbe. Ja, aber also das hat jetzt mit keinem Thema direkt zu tun, aber dann nochmal zurück, um auf Dragons zu gehen, weil das ist schon eine sehr spannende Sache für die Leute von euch, die es noch nicht wissen. Fate Reforged und Khans of Tarkir war ja ein Draft-Format, ja, da hat man mit Fate Reforged angefangen. Jetzt, wenn Dragons of Tarkir kommt, als großes Set, passiert Folgendes, man fängt an, Dragons zu draften und zweimal und dann kommt Fate Reforged. Ja. Also die drehen den Spieß um, was glaube ich sehr spannend wird, weil das jetzige Draft-Format ist so, ja passt, ich nehme die Rare und weiter geht's. Da werden lustige Decks rauskommen, kann ich mir vorstellen. Also ich bin sehr gespannt. Ja, das wird, also für Leute, die draften, ist natürlich dieses neue System interessant, weil es früher halt so war, dass das dritte Set einfach zu wenig Impact hatte. Und jetzt hat es enorm viel Impact. Allein das Umdrehen des Traumhafts gelöst. Hat das Problem aufgehoben, damit die Leute von den alten eingesessenen Archetypen runterkommen müssen. Ja. Und so die aktuelle Edition wichtiger hat man ja auch beim Limited Grand Prix jetzt gestern gesehen, gewonnen hat ein Grixis-Deck, ja, ein Deck, ein Archetypen, den es eigentlich nicht gibt, ja, und so war das ganze Draft-Format mit Fate Reforged und Khans, ja, du hast selten klassisch eine Shard getraftet, du hast zweifärbig, vierfärbig oder fünffärbig getraftet oder irgendwas, was überhaupt nicht der Sinn des Khans-Blocks war, wie Grixis, aber dass du direkt in deinem Clan warst, das ist keine Ahnung, also bei meinen Drafts war das nicht in 50% der Fälle zutreffend, aber ja. Okay. Ansonsten ist das Duel Deck rausgekommen, davon gibt es ein Unboxing-Video und auch ein Gameplay-Video. Für wen das interessiert und das Deck noch nicht gekauft hat, da kannst du das anschauen, ob es einem gefällt. Ja, die Deck-Checks haben wir eh schon gesagt, Sulte Ramp war, Burn war, im Modern jetzt halt. Im Modern hast du Dredgerbein vorgestellt, ein bisschen ein eigenwilliges Deck einmal. Und ich habe dafür, apropos eigenwilliges Deck, im Typ 2, also im Standard, Soulflayer Chromanticore Deck vorgestellt. Ja, ist auch ein cooler Haufen. Mit Dorn Elemental? Nicht mit Dorn Elemental, nein. Okay. ansonsten, nächsten Montag kommt dann ein Esper Tempo raus vom Christopher. Das ist im Endeffekt ein bisschen wie UR Delva, nur halt nicht so, weil es halt mit Monastery Mentor als Tokenmacher spielt und so. Was von den Asiaten, was die da entwickelt haben. Also schaut ganz cool aus. Ja, und mit Dragons of Tarkir seht ihr dann wieder mehr Spoiler-Alarms und halt auch Unboxing-Videos von uns. Ansonsten, wenn es von eurer Seite nichts mehr gibt, nein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, bedanke mich bei euch fürs Dasein. Gerne, danke. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, favorisieren, subscriben. Wir sind auf YouTube, Facebook und Twitter für euch zu erreichen. Oder halt auch im Shop persönlich. Wünsche noch eine schöne Woche und wir sehen uns wieder im Shop oder halt beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ba. Zurück nach Zendika! Ja, es heißt nicht Return. Ja, aber es ist irgendwie. Back to Zendika, glaube ich. Ich glaube, es heißt wirklich. Ja.